Dieses Bild von Pablo Picasso hat traurige Berühmtheit erlangt. Mit seinem Werk Guernica klagte der Künstler die Zerstörung des gleichnamigen Ortes während des Spanischen Bürgerkriegs an. Nazi-Deutschland schickte damals 1937 seine neu aufgebaute Luftwaffe, um den faschistischen Diktator Franco zu unterstützen. Die Legion Condor überzog den Ort mit Bomben und tötete vor allem Zivilisten. In Guernica wird nun heute, genau 80 Jahre nach diesem Angriff, an die Opfer erinnert. Es war Markttag, heute vor 80 Jahren in Guernica. Ein sonniger, warmer Tag. Luis Iriondo war damals 14 Jahre alt. Er sagt, plötzlich kamen Flugzeuge. Sie warfen Regen auf uns herab, aus Feuer, Bomben und Verderben. Wenn sie unten gewesen wären, hätten sie gesehen, dass wir wie Kinder aus ihrem Land waren. Oder Brüder oder Söhne. Aber so haben sie uns nicht gesehen, nur wie Ameisen, die ängstlich flüchten. Die deutsche Legion Condor probierte im Spanischen Bürgerkrieg 1937 erstmals aus, möglichst viele Menschen aus der Luft zu vernichten. In Guernica. Das berühmteste Bild Picassos trägt den Namen der Stadt. Es zeigt kein Blut, kein Feuer, aber Tod und Schmerz. Heute will Guernica im spanischen Baskenland eine Stadt des Friedens sein. Zum 80. Jahrestag der Bombardierung sind auch Nachfahren deutscher Bomberpiloten eingeladen. Wie Diebrand von Richthofen, Neffe des damaligen deutschen Stabschefs der Legion Condor. Jetzt können wir tun, was wir damals nicht konnten. Unsere Arme öffnen und sagen, willkommen in Guernica. Leben wir zusammen in Frieden. Mit Gästen anderer zerstörter Städte aus aller Welt rufen die Menschen aus Guernica an diesem 26. April zu Frieden und Versöhnung auf.